Ich stehe hier mit Matthias Japs, Gitarrist von den Scorpions. Wie geht's dir? Sehr gut. Ich bin hier mit dir zusammen auf der Musikmesse, ne? Und ja, freue mich. Für mich schon der dritte Tag. Und es läuft bisher alles wunderbar. Der Stand sieht toll aus. Wir haben tolle Instrumente. Und ja, die Nerven sind noch gut beieinander. Das sind ja ganz schön viele Gitarren. Gehören die alle dir? Na, ungefähr die Hälfte. Ich habe einen Freund, der auch ungefähr uns abgestimmt. Ich glaube, wir haben ganz genau 107 Gitarren am Stand. Und alles eben älterer Baujahre. Wenn wir die Kamera mal nach unten fahren wollen. Da unten ist es die älteste von 1948. Und man sieht schon an den Baujahren 52, 54, 58, 60. Wir haben also sehr viel aus den, oder ausschließlich eigentlich Gitarren aus den 50er und 60er Jahren. Das, was man eben Vintage nennt. Hast du denn irgendeinen Favoriten? Das ist immer schwer. Also ich muss sagen, ich mag sie alle. Klar habe ich so ein paar, die ich favorisiere, aber so die eine Gitarre, das gibt es nicht. Das habe ich nicht. Ich glaube, das ist bei allen Gitarristen so. Ja, das ist ja auch, sagen wir mal, wenn man ein Gitarrengeschäft betreibt, was ich ja noch zusätzlich mache, ist das ja eigentlich der Grund, weshalb man überhaupt überleben kann. Weil Gitarristen irgendeinen Fehler haben, so einen Genfehler, glaube ich, dass sie mit einer Gitarre nie zufrieden sein können. Bei Bassisten habe ich das Gegenteil festgestellt. Die freuen sich, wenn sie einen Bass haben und das war's denn. Vielleicht so einen noch zusätzlich als Ersatz. Aber Gitarristen, selbst wenn sie schon wie ich auch über 100 Gitarren haben, können eigentlich kaum widerstehen, wenn sie wieder eine sehen, die ihnen gefällt. Also das, sonst, glaube ich, wäre die ganze Industrie würde sich gar nicht so gut entwickeln können. Wenn nicht alle Leute, die hier rumlaufen, sagen würden, ich habe mindestens 3, manchmal 30 Gitarren zu Hause und kaufen aber noch neue. Wonach geht das? Geht das primär nach Optik und dann nach Klang oder guckst du auf die Marke? Also es geht da um verschiedene Dinge. Hier in diesem alten Bereich, das ist so mehr der Sammlerbereich, da geht es nach Baujahr, nach Zustand und genereller Beliebtheit dieses speziellen Instruments, würde ich sagen. Also da sind die Leute, die haben teilweise Expertenkenntnisse, die mir auch schon zu weitreichend sind. Also dann die Nummer auf so einem kleinen Potentiometer im Innen drin und so weiter, das muss ich persönlich nicht unbedingt wissen. Aber es gibt wirklich Sammler, die da mit einer Akribie unterwegs sind. Das ist schon erschreckend. Man fragt sich, was sie in ihrer übrigen Zeit überhaupt tun. Essen, trinken bleibt mal zwischendurch oder so. Ja. Okay. Was steht denn bei dir dieses Jahr noch so an? Viel. Heute ist Freitag. Am Mittwoch in 5 Tagen fliege ich nach Frankreich. Und dann sind wir den ganzen Monat April in Frankreich. Die erste Hälfte, die zweite Hälfte fliegen wir durch Russland. Und wir sind dann im Mai sogar hier wieder in der Umgebung, spielen etliche Konzerte auch in Deutschland, Stuttgart und Frankfurt hier am 13. Mai. Oh, jetzt muss ich kurz überlegen, was machen wir noch im Mai? Da kommen auch so Dinge wie Marokko auf uns zu. Oder nochmal Nizza, nochmal zurück nach Frankreich. Und dann Juni, Juli sind wir in den USA. August in Wacken, was für viele ja auch was Schönes ist. Und im September in Südamerika und danach in Asien. Und dann haben wir jetzt noch ein deutsches Konzert dazu bekommen in Oberhausen am 15. Dezember. Es könnte sein, dass das letzte Konzert für dieses Jahr ist, aber noch nicht das letzte Konzert überhaupt. Da bin ich aber sehr froh, das zu hören. Ja, ich auch. Das wird jetzt bei euch aber nicht so eine Rolling Stones-Geschichte, oder? Mit jedes Jahr eine neue Abschiedstour. Nein, auf keinen Fall. Also wir meinen das ernst. Natürlich bleibt es allein uns überlassen, wie lange wir diese Tour hinziehen wollen. Die Veranstalter können ja nicht genug kriegen. Wir kriegen ja ein Angebot am Tag so ungefähr oder mehr. Und irgendwann nächstes Jahr, würde ich mal sagen, ist es dann auch gut. Dann haben wir auch wirklich, dann habe ich 35 Jahre mit den Scorpions ohne Pause eine Karriere zwischen Studio und Tour hinter mich gebracht. Und ich glaube, dann ist auch mal eine kurze Pause nochmal angebracht. Und das heißt übrigens ja nicht, dass man uns verbieten kann, nur weil wir gesagt haben, es ist die letzte Tour, dass wir nicht mehr Musik machen. Wir werden sicherlich noch was machen. Und wenn mal eine besondere Gelegenheit kommt, ja, dann treten wir nochmal als Scorpions auf. Das kann uns ja keiner verbieten. Okay, es war mir eine Riesenfreude. Ich werde euch auf jeden Fall nochmal live angucken. Und vielen lieben Dank und viel Spaß noch. Ja, danke dir.